Wenn du alles Unmögliche ausgeschlossen hast, muss das, was übrig bleibt, die Wahrheit sein, wie unglaublich diese auch erscheinen mag. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen parapsychologischen Untersuchungsvideo. Wie ihr vielleicht am Hintergrund schon erkennt, die Treppe habt ihr schon mal gesehen, wir sind wieder bei der alten Waldzeche. Der dritte Versuch beim ersten Mal am Tag da, da haben wir ja diese eine Stimme gehört, die, als ich weg war, zu Jan gesagt hatte, jetzt ist er weg. Was allerdings nur auf Video war, er hat selbst das vor Ort ja nicht gehört, er war ja mit dem Aufbau beschäftigt. Kann ich euch ja nochmal einblenden. Und ja, ansonsten beim zweiten Mal habe ich euch ja erzählt zumindest, dass wir hier Probleme hatten, also Probleme ist übertrieben, aber dass hier irgendjemand war, der nicht mit uns kommunizieren wollte, wo wir dann aus Sicherheitsgründen gesagt haben, wir gehen lieber. Und ja, heute Nacht hat es dann ja endlich geklappt, wir sind hier. Es ist wieder sehr, sehr schlammig, nicht ganz so schlimm wie letztes Mal, allerdings ist der Schlamm trotzdem teilweise sehr tief, sodass wir nicht alle Geräte so nutzen können, wie wir wollen, wir haben uns das schon angeschaut. Aber wir haben auch schon natürlich ein bisschen was vorbereitet, um trotzdem noch Monitoring zu machen. Und wir schauen mal, ob wir vielleicht jetzt nachts noch mal was finden. Vielleicht jemand, der aktiv mit uns sprechen möchte. Diesmal haben wir auch die Ghostbox dabei. Deswegen können wir da mal ein bisschen nachhaken. Genau, etwas intensiver. Ist eigentlich ziemlich ruhig. Und bei dem einen Gebäude, wo wir eigentlich den Aufbau machen wollten, haben wir gesehen, da sind Hundespuren und die sind dann locker so 10 cm eingesackt. Ist jetzt nicht das Beste mit den empfindlichen Geräten. Nee, das ist auch nicht gut. Alles klar, aber ihr seht das ja gleich. So, wir haben gerade das Intro gemacht und ja, jetzt gehe ich einfach nochmal mit euch rum. Der Aufbau steht schon und läuft, aber ich möchte euch trotzdem nochmal die Location bei Nacht zeigen. Natürlich mit Licht, denn sonst wird man nicht viel sehen. Wir gehen jetzt allerdings nicht alles ab. Wenn ihr das Ding mal komplett sehen wollt, dann verlinke ich euch auch gerne das Video zum ersten Teil, wo wir am Tag da waren, da sieht man alles super. Das sollte ich Jan gleich erzählen. Die Bank ist noch da, aber die improvisierte Feuerstelle nicht. Die Jan ist nebenbei unten und hat den Aufbau im Blick. Werde ich euch auch gleich erklären, was wir hier so machen. So, ich versuche euch mal den Blick in den Wald zu zeigen. Weil es ist doch schon ein Stückchen fernab der Zivilisation. Aber ihr hört es vielleicht im Hintergrund, so, ich schätze mal so 300 bis 500 Meter Luftlinie entfernt verläuft eine Straße. Also so, den ersten Aufbau, den ihr seht, wir sind jetzt hier im ersten Raum. Links ist unsere Sony, rechts ist eine Thermalkamera. Werdet ihr auch gleich sehen, wenn ich euch dann das Monitoring reinschneide. Wir filmen dann den großen Raum hier und so ein bisschen den kleinen mit. Wir filmen durch die Tür hindurch. Auf dem Boden seht ihr wahrscheinlich, da sind jetzt natürlich auch unsere Spuren dazugekommen und wir sind schon viel rumgelaufen, deswegen ist das alles sehr verwischt, aber was ich euch letztes Mal versucht habe zu erzählen, da stand ich ungefähr hier und da ungefähr waren die riesigen Fußspuren. Wir haben heute auch wieder riesige Fußspuren hier, diesmal auch mit großen Hundespuren daneben, die wahrscheinlich von den deutschen Schäferhund stammen, würde ich schätzen. Und ja, nur diesmal haben wir nichts gehört. Wir wissen jetzt nicht, ob das jetzt noch die alten Sachen sind, ich glaube es aber nicht, weil die zeigen alle von uns weg. Also jemand ist diesmal genau von derselben Richtung reingekommen wie wir. Letztens haben sie zu uns gezeigt, führten aber hier nicht wieder raus. So, das ist Raum Nummer 2. So, ich versuche mal jetzt ein bisschen auf den Weg zu gehen. Weil wie gesagt, das ist hier schon sehr, sehr schlammig. Hier ist das schöne große Loch vom letzten Mal. Das hatten wir letztens noch nicht hier. Wenn jemand weiß, was das ist, kann er gerne mal Bescheid sagen.
Ich bin mir nicht sicher, ob ein Förster hier einfach nur Altholz aufgestellt hat. Vielleicht zum Trocknen wäre aber Quatsch, weil hier regnet es doch relativ häufig. Wer hier eine Idee hat, sehr gerne einfach mal reinschreiben. Und hier ist Raum Nummer 3. Mit unserem Aufbau, das war nur der Jan gerade. Das ist einfach nur die Full Spektrum. Wir hätten hier gerne jetzt noch ein bisschen mehr reingegeben. Wir hätten noch ein paar Paralights oder Tripwires. Aber ich zeige euch mal, so gut es geht, in den Boden. Da sind die Abdrücke vom Hund. Und die sind, wie der Jan vorhin schon gesagt hat, mächtig tief. Das heißt, wir würden hier so halb drin versinken. Vor allem unsere Geräte allerdings wären hier mitten im Schlamm und würden deswegen auch nicht mehr gut funktionieren. Wir werden auch gleich mit der Ghostbox rumgehen, ein bisschen Fragen stellen und mal schauen, ob es da irgendeine Reaktion gibt. So, hier haben wir letztes Mal einen Unrat gefunden. Surprise, surprise. Moment. Er liegt immer noch da. Boah, yeah. Und hier bin ich gerade richtig tief eingesunken, wenn ihr es mal sehen wollt, weil es hier gar nicht so krass ist. Ja. Also hier waren wir gerade auch schon. Und das ist hier die ominöse Matratze, die wir letztes Mal schon erwähnt hatten. Ich weiß nicht, ob es reingeschnitten wurde. Aber. Da hinten wird schlammiger, pass auf. Guck mal, ich hab den ganzen. Ja, ich glaube, schau mal bei mir hier. Ja. Schau mal bei mir. Ja, ekelhaft. Also, wenn ihr es auch mal sehen wollt. Ja, das sind meine stylischen Schuhe hier nach diesem. Das ist auch ein sehr, sehr feiner Schlamm, also ist eher wie Watt. Ja. Also, wie gesagt, hier hatten wir auch gerade schon einmal gemessen, aber ich habe jetzt quasi die Kamera einmal nochmal so ein bisschen. Ja, wir sind gerade hier zurück auf dem Rückweg, um die Ghostbox zu holen. Da haben wir gesagt, natürlich messen wir gleich bei der Gelegenheit nochmal mit. Oh, das bringt es mir auch nicht.
Das klang gerade wie eine Stimme. Was? Bist du Film, oder? Ach so. Da kam was durch. Hast du gehört? Das war ja eine Stimme. Ah, läuft die? Ja. Okay. Also ich habe das ja schon mal direkt bei mir zu Hause getestet, das Gerät, und kalibriert. Da gibt es auch ein Lithium. Und durch den Wobbelfilter kam halt eine halbe Stunde lang nichts durch. Wir haben es auch schon mal anders benutzt und kam ja auch nichts durch. Hier kommt aber immer wieder dieselbe Sache durch. Ist hier jemand? Wie heißt du? Mein Name ist Eckert, das ist der Jan, und wir hatten hier letztens etwas gehört. Und wir wollten gerne wissen, ob du das warst. Wie heißt du? Wie lautet dein Name? Du kannst gerne mit uns reden. Ich mache mal kurz einen Test. Ja. Wenn das durchs Radio kommt, dürfen die Ausschnitte jetzt deutlich kürzer werden. Wie heißt du? Kommen hier mal öfters Leute vorbei? Ich bin mir nicht sicher, ob das trotzdem Radio noch ist. Es könnte sein. Ich habe den Rauschfilter jetzt mal, beziehungsweise den Wobbelfilter mal höher gesetzt. Aber sonst hatten wir nie irgendwas. Nee. Es sei denn, vielleicht natürlich, wenn jetzt ein Radiosender hier in der Nähe ist, der näher dran ist, wäre das denkbar. Was ist dein Name? Hier läuft die ganze Zeit im Hintergrund was. Vielleicht der andere? Warum habe ich zu Hause nichts gehört? Das ist auch seltsam. Da habe ich sehr guten Empfang. Und jetzt ist das auch weg. Ich habe dieselben Einstellungen gerade wieder genommen. Die kleine Stimme, die ich die ganze Zeit im Hintergrund hier hört, ist weg. Also sie war sehr leise, ne? Also beziehungsweise sehr unverständlich. Hä? Erst wenn ich es hinlege. Klingt wie eine Radiosendung. Ja, finde ich nämlich auch.
Das ist allerdings seltsam, weil das springt über die Frequenzen und es kann vielleicht eigentlich nicht bei einem Sender hängen. Ja, das ist auf jeden Fall schon merkwürdig. Das klingt auf jeden Fall wie ein Radio, ne? Aber jetzt die Frage. Ich höre, das Problem ist, egal auf welcher Frequenz es ist, ich höre immer denselben Sprecher. Den da nehme ich. Ja, aber das Problem ist auch, warum labert er die ganze Zeit? Ja, vor allem, es springt ja zum Beispiel, pass auf, ein Radiowelle funktioniert jetzt so, deswegen gibt es das Rädchen. Ja, ja, ich weiß, die ist ja quasi auf einer Frequenz. Ja. Deswegen ist das krass, dass durchgehend das zu hören ist. Ja. Könntest du dir auch nicht erklären? Nee. Nun, willst du noch ein bisschen mit ihm reden? Da baue ich eine Zeit ab. Ich glaube, das geht nicht mehr. Also ich... Nun, da du nicht mit uns reden möchtest, werden wir dich gleich verlassen. Und dann wird wahrscheinlich eine sehr, sehr lange Zeit niemand wieder mit dir reden wollen. Wir möchten dir auch überhaupt nichts Böses. Wir wollen eigentlich wirklich nur wissen, was du uns zu sagen hast. Nun, falls hier wirklich jemand ist, darfst du uns auf keinen Fall folgen. Wir besuchen dich und nicht andersrum. Genau, oder eventuell auch nicht, wie gesagt, wenn du nicht mit uns reden möchtest, Genau. Haben wir natürlich nicht so das Gefühl, dass wir gerade willkommen sind. Wenn du deine Ruhe möchtest, so sei es drum, dann lassen wir dich wieder in Ruhe, in Frieden. Alles klar, dann, ich baue mir jetzt gleich ab, mein Freund, wir sind gleich weg. Ich sag schon mal Tschüss, möchtest du dich vorhin auch von uns verabschieden? Ne, da kommt glaube ich nichts mehr. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Untersuchung angelangt. Ihr hört, rundherum singen die Vögel, die Sonne geht gerade auf. Wir müssen es jetzt so zwischen 5 und 6 Uhr haben, würde ich mal schätzen. Ne? Schätzung, ja, schätze ich auch. Zwischenzeitlich hat uns ein Helikopter behelligt. Oh ja. Sehr lange. Locker eine halbe Stunde oder so, schätze ich. Ne? Ja, der ist bestimmt so dreimal rumgeflogen, ne, viermal sogar. Ja, drei, viermal, genau. Ja, wie ihr habt gehört, also wir haben jetzt erstmal nicht so was Bestimmtes wahrgenommen. Das mit der Ghostbox war ein bisschen komisch. Ich höre da nochmal genau rein, versuche das noch ein bisschen zu filtern und zu verstärken. Es klang jetzt wie ein Radiosender. Das Problem ist, wenn es ein Radiosender gewesen wäre, müssten wir mit denselben Einstellungen zum selben Ergebnis kommen, dass wir den wiederfinden. Haben wir aber nicht. Wäre aber auf der anderen Seite auch für was Paranormales eigentlich viel zu lang und viel zu viel gewesen. Ja, von daher. Es war theoretisch so, als ob einer irgendwie seine Memoiren vorgelesen hat von der Länge. Also, naja. Wir haben es mit reingenommen wahrscheinlich, ne? Natürlich nicht mit rein, weil. Deswegen, also ja, wir können es erstmal nicht erklären, richtig. Wir können es nicht reproduzieren. Ja, genau, wir können es nicht reproduzieren, wie ich schon gesagt hatte. Also es steht wie euch natürlich immer frei, selbst darüber zu entscheiden. Ich muss gestehen, zum jetzigen Zeitpunkt habe ich dann auch keine sichere Meinung bisher gebildet, weil beides an sich unplausibel ist. Ja. Das ist ein bisschen unbefriedigend, aber das muss man halt auch erstmal so hinnehmen. Aber wir schauen dann mal in der Auswertung, vielleicht kriege ich es hin, dass man was Besseres hört. Vielleicht höre ich dann wirklich, dass der Manfred von Radio, was weiß ich, welcher Sender hier empfangen werden könnte, ja, da gerade irgendwie sein Nachtprogramm. Ja, richtig, besonders weil es ja mitten im Wald hier ist. Es ist zwar ein bisschen höher gelegen, aber wenn man eigentlich in der Innenstadt schon keinen Radiosender damit reinbekommt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass man jetzt hier im Wald, am Arsch der Welt, sag ich jetzt mal, einen Radiosender empfängt. Genau. Außer es ist irgendein Piratensender, der irgendwie auf einer komischen Frequenz sendet. Ja, oder vielleicht ist ein alter wirklich noch Funker. Ja, oder ein Funker, ja. Vielleicht haben wir auch einen Trucker. Den Trucker Johnny gehört, wie er gerade mit seinen geilen Gang da redet.
oder wirklich manchmal als Hobby ja zu der sogenannten Amateurfunk. Wir haben wirklich so eine alte Funkanlage dann im Keller stehen und tun damit irgendwie mit Leuten weltweit rumfunken. Ja, warum nicht? Ne? Also könnte sein. Könnte sein. Na schauen, vielleicht kriege ich es raus. Ja. Ansonsten schauen wir uns natürlich die Aufnahmen nochmal an, ob wir beim Monitoring was zu sehen haben. Viel an Analyse-Equipment konnten wir heute ja nicht aufbieten aufgrund der Bedingungen hier. Aber vielleicht hat die Thermalkamera und vielleicht hat die Full Spektrum was aufgezeichnet. Ansonsten würde ich sagen, hoffen wir, es hat euch trotzdem gefallen. Hier vor Ort war es für uns trotzdem sehr spannend. Auf dem Video hoffe ich trotzdem auch für euch. Viel Spaß bei der Auswertung. Ansonsten sage ich dir schon mal, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss. Tschüss. Und damit herzlich willkommen zur Nachbesprechung. Ja, wie ihr in dem Video schon gesehen habt, ist bei der alten Session leider nicht so viel passiert, wie wir erwartet hatten. Am Tag hatten wir ja diese Stimme gehabt, als ich weggegangen war und der Jan nur alleine dort verblieben ist. Die dann sagte, jetzt ist er weg, was sich wahrscheinlich auf mich bezog. Und hatten ja dann auch noch einen Urlaub gehabt. Das zeigt euch auch sehr gut, dass es passte. Aber jetzt bei der Nacht konnten wir nichts davon feststellen. Das Einzige, was wir hatten, war auf unserer Ghostbox im Hintergrund diese männliche Radioansagerstimme, die ihr vielleicht auch gehört habt. Wie gesagt, sie war sehr, sehr leise. Das Rauschen war stark im Vordergrund, hat es übertönt. Und das war leider auch der Grund, weswegen ich das nicht rausfiltern konnte. Ich habe euch die zwei besten Filtervarianten von dem zwei besten Ausschnitten sozusagen gegeben. Aber selbst da ist das Rauschen immer noch dominant. Wenn ich es weiter versuche zu reduzieren, reduziere ich leider auch die Stimme und es klingt dann sehr befremdlich. Man erkennt eigentlich dann gar nichts mehr. Wie gesagt, für mich klingt es wie ein Radioansager, was an sich allerdings nicht sein kann, da die Frequenz bei der Ghostbox permanent wechselt innerhalb von 300 Millisekunden. Also das heißt, alle 0,3 Sekunden kommt eine andere Frequenz. Das wäre wie wenn ihr beim Radio alle 0,3 Sekunden ein bisschen weiter dreht. Dann habt ihr vielleicht natürlich noch 3-4 Mal den Radiosender, weil er natürlich eine gewisse Frequenzbreite hat und nicht nur genau bei einem einzigen Punkt ist, aber die Qualität nimmt dann halt ab. Aber die Sache ist halt die, wir hatten hier einen sehr, sehr, sehr breiten Bereich. Wir hatten sehr lang am Stück das gehabt und später war es dann ganz weg. Mir fällt es schwer, das zu bewerten, muss ich gestehen. So ist so eintönig, sonor, monoton, wie das klang. Klang ist halt wirklich wie eine Radioansagestimme, sondern derselbe Ton, im selben Takt, mit derselben Sprache und völlig unabhängig von dem, was wir getan haben und spricht dafür für einen Radiosender. Auf der anderen Seite spricht halt dagegen, dass es technisch eigentlich gar nicht sein kann. Aber es fällt mir jetzt auch schwer zu sagen, dass das eine Geisterstimme war, die wir da aufgenommen haben. Wie gesagt, gerne könnt ihr euch das nochmal anhören, am besten mit Kopfhörer, da hört man deutlich mehr. Vielleicht hört ihr irgendwas raus. Ich konnte leider überhaupt nichts erkennen. Der Jan konnte auch nichts verstehen. Und ja, wenn ihr was habt, gerne in die Kommentare reinschreiben. Wir würden uns freuen, falls ihr da tatsächlich erkennt, was da gesagt wurde. Vielleicht ist es auch eine Radiosendung und ihr kennt die zufällig. Zwischen 3 und 4 Uhr ungefähr müsste die gelaufen sein an dem Tag. Aber es halte ich jetzt trotzdem einfach unwahrscheinlich. Wie gesagt, das können wir auf jeden Fall nicht als Beweis werten. Es ist erst an sich zwar unerklärlich, aber es ist nicht signifikant. Es kann durchaus was anderes sein, auch wenn wir noch keine Erklärung haben. Dann kam später noch der Hubschrauber dazu und ab da war eh alles, ich sag mal, unverständlich gewesen und der Tag hatte dann schon begonnen. Und deswegen haben wir aktuell einen Parascore bei dieser Untersuchung von insgesamt 0. Aber ich hoffe, es war für euch dennoch interessant, die Location mal bei Nacht zu sehen. Und ja, manchmal ist halt so, dass nichts Relevantes passiert. Das war halt diesmal auch der Fall. Das gehört mit dazu. Es sind halt immer nur Stichproben, die man macht. Und es kann sein, am einen Tag passiert was, am nächsten passiert nichts. Die Aktivität ist nicht immer einheitlich. Und diesmal hat mir Pech, ganz gelinde gesagt. Und das soll auch mein Schlusswort sein. Ich hoffe, es war für euch interessant, hat euch Spaß gemacht und wie immer würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Ihr könnt uns auch immer sehr damit helfen, wenn ihr uns supportet, sei es mit Daumen hoch, mit einem Abo, sei es mit einem Kommentar oder einer kleinen PayPal-Spende. Das ist euch vollkommen überlassen. Wir freuen uns über jede kleine Hilfe. Wir freuen uns, wenn ihr mit dabei seid, wenn wir merken, wow, für die ist das auch interessant. Die kommunizieren mit uns, haben Fragen, Ideen oder haben vielleicht in Aufnahmen irgendwas gehört oder gesehen,
was uns vielleicht entgangen sein möge. Und da können wir gerne in den Kommentaren dann drüber schreiben. Und deswegen sage ich, macht's nicht gut, macht's besser und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Kennt ihr einen Ort, an dem es spukt? Oder wo vielleicht sogar euch oder einen eurer Bekannten irgendwas Seltsames passiert ist? Oder einfach eine Location, wo ihr meint, boah, da müsste doch mal jemand hingehen und Untersuchung machen, da ist bestimmt was? Dann scheut euch nicht, uns über unsere E-Mail-Adresse oder über WhatsApp zu kontaktieren. Wir freuen uns auf eure Geschichten und natürlich über die Orte, die damit in Verbindung stehen und wo wir dann vielleicht eine Untersuchung machen können. Dazu vielleicht noch ein kleiner datenschutztechnischer Hinweis. Wenn ihr nicht wollt, dass euer Name in einem Video oder so als Quelle genannt wird, bitte einfach ein kleiner Hinweis zu uns. Wir machen uns dann eine Aktennotiz und dann passiert das auch nicht. Eure Daten werden von uns streng vertraulich behandelt. Das bedeutet, wir geben nichts raus ohne eure Erlaubnis. Ihr braucht euch also keine Sorgen machen, ob irgendwas nach außen dringt, was ihr vielleicht gar nicht wollt. Solange ihr uns sagt, dass das nicht nach außen dringen soll, bleibt das bei uns intern in unseren Akten quasi anonymisiert unter Verschluss. Und wir werden das auch nicht rausgeben. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir uns sehr auf eure ganzen Berichte, vielleicht sogar Fotos oder Ton, auf jeden Fall massiv freuen. Und wenn wir dann eine Untersuchung machen, ihr vielleicht euch daran erfreuen könnt, was oder was wir dort nicht finden.